komm raus, da wird er noch Standard. Weiß auf dem Vorschein, wird er noch Standard. Hallo, hallo. Hallo, herzlich willkommen zu Rebecca und Larissa erklären der Welt. Ja. Heute geht's um ein richtig wichtiges Thema, das jeden Menschen auf der Welt etwas angeht. Ja, und weil ich auch ein Mensch bin, geht es mich dementsprechend auch was an. Absolut richtig. Ja. Voll geht's dich etwas an. Und zwar ist das Thema heute nämlich Datumschutz. Das ist zum Beispiel, wenn alle Eisbären sterben oder wenn alle Tiger sterben. Und das ist nicht gut, besonders nicht für die Eisbären oder für die Tiger. Larissa, ich habe direkt am Anfang eine kleine Frage an dich. Ja, frag. Kann es sein, dass du dumm bist? Ja, kann sein, kann aber vielleicht auch nicht sein. Warum? Was du meinst, ist Atemschutz. Ja, sag ich doch. Ja, ich rede aber von Datumschutz, das ist was anderes, Mann. Ja, dann sag das doch gleich. Es ist mit Dave, Dave dumm. Sei nicht so, Rebecca, zu mir. Ich schwöre, ich hasse das, wenn du so mit mir bist. Ich bin, wie ich bin und ich kann sein, wie ich bin, weil ich nämlich bin, wie ich bin. Sei Atemschutz immer, und Datumschutz gehen genauso wie eins. Es ist beides mit Schutz. Du klingst immer genau gleich. Also reden wir jetzt endlich über Datumschutz oder nicht? Ja, dann möchte ich mal nicht so sein. Okay. Das finde ich gut von dir. Ja. Also, Datumschutz gibt es zum Beispiel im Internet. Wenn man jetzt, sagen wir mal, etwas bestellt, dann soll man auf keinen Fall seinen Namen und seine Adresse reinschreiben, weil dann weiß das jeder. Hä? Aber Rebecca, überleg doch mal. Wenn ich jetzt was im Internet bestelle und ich schreibe da nicht meine Adresse und meinen Namen hin, ja? Ja. Wie soll das dann bei mir ankommen? Ich meine, der Postbote, der weiß doch überhaupt nicht, wo das Paket hin soll. Der muss dann alle Menschen auf der Erde fragen, ob das ihr Paket ist. Oh, Larissa, ich habe eine Idee. Wir machen einfach einen Deal. Was für ihn? Was für ihn? Ja, wie können wir den Datum schützen? Und zwar, wenn du etwas bestellst, du gibst einfach meine Adresse an. Und wenn ich etwas bestelle, ich gebe deine Adresse an und so ist unserem Datum geschützt. So macht ihr das. Habt ihr das verstanden? Deswegen haben wir euch das erklärt, damit ihr das so macht. Ich schwöre, du bist so schlau. Dankeschön. Als hättest du einen Realschulabschluss. Ich schwöre. Ich habe einen Realschulabschluss. Ja, ist wahrscheinlich, hast du einen. Red du mal. Doch. Sie hat keinen. Rebecca, weißt du, was ich mich frage? Was? Wozu wollen die überhaupt unsere Daten? Ja, die speichern alles über dich. So, was du gerne magst und was du gerne isst und so weiter. Ja. Und dann schicken die dir Werbung, die genau zu dir passt. Aber das ist doch voll gut, oder? Ich meine, es ist doch besser, als Werbung für Sachen zu bekommen, die ich nicht brauche. So. Wie zum Beispiel ein Buch. Oder zwei Bücher. Ja. Oder drei. Oh mein Gott, Larissa, weißt du, was da steht? Nein. Die hören einen sogar ab. Rebecca, ich schwöre, das ist jetzt wirklich keine Lüge. Ich habe das persönlich schon einmal erlebt. Neulich, als ich beim Arzt war, da hat er mich abgehört. Was? Ja, mit einem Teleskop oder wie das heißt. Ey, Larissa, da gehst du auf gar keinen Fall jemals wieder in dein Leben hin. Nein, mach ich nicht. Schwöre. Mein Gott, ey. Weißt du, was sein kann, dass wir jetzt in diesem Moment abgehört werden? Ich habe solche Angst, Rebecca. Was ist das, ein Kamera? Larissa. Ich habe eine Idee. Weißt du, was wir machen können? Nein. Wir können einfach uns eine Geheimsprache ausdenken, dann kann uns keiner mehr abhören. Palo Parissa, pipete pispia. Oh, ich schwöre, das klingt voll geheimnisvoll, wenn du das machst. Ey, voll spooky, ja. Aber ich habe es leider nicht verstanden. Ich habe einfach für jedes Wort ein P gemacht. Ist nicht so schwer. Das habe ich jetzt verstanden, was du gesagt hast. Ja, das war jetzt auch normale Sprache. Ich habe doch schon wieder verstanden, was du gesagt hast. Oh Gott, und die Leute da draußen, sie sagen so, oh, die beiden, sie sind so voll geheimnisvoll und keiner weiß, was wir sagen. Ja. Sehr gut. Auf Insta muss man zum Beispiel auch voll gut aufpassen, weil man darf keine Selfies mehr von sich machen. Nur noch Selfies von anderen. Und wenn man von sich ein Selfie macht, dann macht man am besten einen Balken vor seinen Kopf. Ein Balken? Ein Balken. Aber tut das nicht weh? Ich weiß nicht. Oh Gott, ich wünschte, wir hätten doch lieber über Eisbären und Tiger gesprochen. Ich schwöre, Rebecca. Mann, nicht meinen Namen sagen. Sonst ist das mit den ganzen Datenschutz doch umsonst. Oh, Entschuldigung. Also Leute, das war's von uns. Ciao, eure Rebecca und Parissa. Nicht gucken. Ach so.